Hallo und willkommen zurück zu Portal Revolution. Letztes Mal genau hier gespeichert. Oh. Oh, wir kriegen jetzt ein orangenes Portal. Wird mir zumindest versprochen. Oh, da sitzt ein Vögli drauf, ein Vogeli. So, wo müssen wir denn hin? Hier ist ein Button. Da ist ein Laser. Und dann bin ich auch schon am Ende von meinem Latein. Ah, okay. Der war hinter mir. Wo will der Laserstrahl denn raufgerichtet werden? So, gehen wir erstmal nach unten. Hier ist ein Würfelino. Der muss natürlich auf den Button, sonst bringt das ganze System nichts. So, das war jetzt sehr umständlich. Ich hätte ja auch einfach ein Portal reinmachen können. Naja, jetzt wissen wir es ja. Jetzt wissen wir es ja, wie es hätte einfach klappen können. So, der Laserstrahl will ausgerichtet werden und zwar dahin. Aber noch nicht. Da müssen wir natürlich zuerst rauf. Und wie kommen wir da rauf? Ah, das sieht zumindest stufig genug aus, wie meine neue Frisur. Das sollte dann irgendwie klappen. Und dann können wir theoretisch einfach springen. Weg da! Tschu-tschu! Okay. Ich shake es. Okay. Hat nichts gebracht. So, endlich ein orangenes Portal. Und ich schätze mal, der Laser ist inzwischen egal geworden. Wo kriegt man denn eine schöne Fallhöhe hin? Ja, vielleicht hier. Wir müssen auf jeden Fall da raus. Haben wir irgendwas an der Decke? Nee, sieht aktuell nicht so aus. Merkwürdig. Ich würde das mal so rumprobieren. Ach, bin ich froh, dass wir ein schönes orangenes Portal jetzt haben und setzen können. Also hier kriege ich zumindest Speed. Und das andere ist auch noch gesetzt. Okay, das wird reichen. Geronimo! Sehr schön. Dann kann es gleich weitergehen. Jetzt können die Rätsel auch wieder komplizierter sein. Mit zwei Portalen fühle ich mich schon deutlich zuversichtlicher, dass ich die in endlicher Zeit lösen kann. Na, das schauen wir uns an. Dafür sind wir ja hier. Ich kann dich nicht von hier sehen. Ich höre ein paar unfavorable Geräusche. Bist du okay da unten? Der Fahrstuhl hängt ein bisschen. Oh je, oh je. Try to find a test chamber. I can't see you there. Na gut, wäre die Frage, müssen wir in welche Richtung? Die schaut erstmal ganz okay aus. Nicht in den Abgrund. Das ist eine schmerzliche Lektion. So, ist hier hinten irgendwas? Mensch, ist es dunkel. Das sehe ich doch fast nichts. Na gut, dann vielleicht doch eher nach oben. Das sieht schon besser aus. So, Portal nach da und da. Vielleicht platzieren wir es hier. Dann fallen wir nicht. There you are. Wait, how did you get there? Well, that throws us off course a bit. Not catastrophic, but that wasn't planned. This list just keeps getting longer and longer. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo Portalfläche? Das ist in etwa die geistige Kapazität, die ich habe. Ich kann natürlich hier erstmal... Bringt ja nichts. Ah, probieren wir es vielleicht mal so, dass wir dann... Ah, ich glaube, das wird gut gehen. Hui! Ah, da oben können wir jetzt eine... hinmachen. Hui. Hat das was gebracht? Bin ich weitergekommen? Nicht wirklich, ich bin nur auf die andere Seite gekommen. Das hätte ich auch so geschafft. Die Idee war, dass hier vielleicht eine Portalfläche unten ist und dass ich die entsprechend setzen kann. Wir probieren das nochmal. Blaues Portal hier. Orangenes da. Und dann mit Schmackes.
komme nicht hoch genug. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht hoch genug. Mist. Na, egal. Irgendwas wird sich irgendwer dabei gedacht haben. Da kommen wir zumindest, haben wir ein bisschen eine höhere Höhe. Und wir können zumindest den hier machen. Der ist mir vorhin entgangen. Hui. Ja, das passt. Und dann müssen wir gleich das blaue Portal verschieben. Das hat doch geklappt. Ach, das müssen wir nochmal machen. Na gut. Hui. Ja, ich habe nicht mehr... Ich habe nicht mehr die Sprungkapazität. Das heißt, das machen wir gleich nochmal. Müssen wir wieder von vorne anfangen. Ich finde das ein bisschen desorientierend gerade, um ganz ehrlich zu sein. Fuck. Ja, ist ja gut. Okay, jetzt nochmal denken. Blaue Portal hier, orangene Portal hier. Blaues muss dann darüber. Okay, Linksklick. Ein Linksklick. So, ich bin orientiert. Linksklick. So, jetzt muss ich natürlich ein orangenes Portal setzen, sonst bringt das alles nichts. Und zwar da oben. Ich bin ausgerichtet. Rechtsklick jetzt. So. Fuck, ey. Nein. Das ist gerade ziemlich... So, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir hier oben. Und was bringt mir das? Irgendwas, was ich da... Da ist eine Portalfläche. Na gut. Wir haben es wieder einen Schritt weiter geschafft. Gar nicht so schlecht. Jetzt ist mir nur leicht schwindelig, aber das ist ganz normal. Das liegt an der Portalkanone. Oh je. Oh je, bist du dir sicher? Bist du dir sicher, Spiel, dass du das willst? Na gut, wir versuchen's. Ja, und nu? Da bringt mir das Portal doch gerade gar nichts. Da unten ist auch keine Portalfläche. Das finde ich bedauernswert. Da ist eine... Ja, so ein Ding, wo man sich theoretisch auch abstützen kann. Achso, was wir machen können, ist diesen hier. Und dann können wir da rein. Da hat mein Hirn kurz nicht gehirnt. Aber es funktioniert ja, dass wir da noch rumkommen. So, wir dürfen das orangene Portal auf keinen Fall versetzen. Und jetzt müssen wir hoffen und beten. Hui. Na, das sieht gut aus. Die Hoffnung hat was genützt. Okay, dann mal nachschauen. Die könnten die Rätsel hier komplizierter machen, also sollten sie nicht, wenn es irgendwie getimed ist, wenn irgendwie Wände noch auf mich zukommen oder so, dann wäre komplett Totalausfall in meinem Gehirn, weil unter so einem Druck kann ich keine Logik mehr anwenden. Das funktioniert nur mit Entspannung und Gemütlichkeit. So. Ich würde sagen, da setzt man mal ein Portal hin. Besser so als andersrum. Dann nehmen wir so viel Würfel, wie wir tragen können. Ein. Na gut, dann nur ein. Hey, komm mit. Nicht zurückbleiben. Kein Würfel wird zurückgelassen. Zumindest die anderen. Keiner außer die anderen zwei. Da können wir sogar noch versuchen, ein Würfelchen umzubringen. Gibt es ein Achievement? It will take a while for us to get back to the surface. Oh je. Ja, wir fahren auch falsch rum. Kapitel 4, die Ablenkung. Wer wird abgelenkt, ich oder er, während er hier versucht, das Supergenie von der Anlage zu werden? Nee, ich habe keine Ahnung über die Story. Aber das ist meine Erwartungshaltung, vor allem bei einem Portal-Spiel. Wow, wait a minute! No wonder the mortality rate of that chamber is so high. You can't even get past the first turret. Blind turn. Does that help? Ja. Ja, ein bisschen.
Warum war denn da so viel Blut? Nur wegen dem Turret? Die treffen doch nichts. Unfortunately, I don't think I can help any longer. Even though I've got access to all the subroutines, only certain functions are still working. Oh, der hat den zweiten mitgelegt. Nee, hat er nicht. Den lassen wir dann runterfallen. Linke Maustaste. Ja. Ja, jetzt liegt's am Boden. Das geschieht hier recht. Menschen umbringen ist böse. Roboter umbringen macht Spaß. Ich hoffe, deswegen werde ich in 50 Jahren nicht gecancelt. Nur nicht fühlende Roboter. Dass wir uns hier klar verstehen. So, eine schöne Glasscheibe. Ein Kollege da. No, was macht man denn mit dem? Der kann ja auf seinen Freund schießen. Und wie macht er das am besten? Och, ist egal. Dann schießt er halt nicht auf seinen Freund. Aber was wir machen können... Hui! Und der Würfel fällt gleich runter. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Au! Was bist du denn für ein Au? Lass das, das tut doch weh. So, dann holen wir mal hier diesen aggressiven Roboter mal. Bring mal ihm zumindest ein bisschen Manieren bei. So. Das hast du davon. Ich kann auch gemein werden. Hui. Mist. Und ich dachte wirklich, mit zwei Portalen wird es leichter. So, wir haben dann einmal da ein X und kriegen vielleicht etwas Übersicht von hier oben. Wäre zumindest meine Hoffnung. So, wir müssen einen Würfel auf jeden Fall da hinten irgendwo hinbringen. Das heißt, den sollte man im besten Fall mitnehmen. Ich würde zumindest sagen, schadet nicht, immer einen treuen Würfel an unserer Seite zu haben. Weiß jetzt nicht, ob das der beste Move war. Wir probieren es mal aus. Das ist ja ein Tick höher. Reicht aber vielleicht trotzdem. Na? Das backt hier unten aber noch ein bisschen, die Portalfläche. Da muss einer von den Moddern nochmal rüberschauen. Hui. So. Und dann ist es ja ein simples Rumgehüpfe. Am besten von da nach da. Da braucht man wieder ein bisschen Grundhöhe. Obwohl, die erreicht man wahrscheinlich auch so. Hui. Ja. Würde sagen, meisterlich gelöst. Muss mich ja auch mal selbst loben. Ein Würfel. Ah, ich mag's, die Roboter so auszuschalten. Na komm. Ja. Yeah. Und der zweite. Sehr schön. Dann haben wir da noch einen Kollegen und da. Dann müssen wir uns später was einfallen lassen. Vielleicht können wir den ja durchschießen. Also vielleicht reicht die Höhe. Wir schauen uns das Ganze mal an. Sehr schön. Und dann... Ja, Critical Error. So sieht's aus. Sehr schön. Also, die Turrets sind schon mal weg. Der Würfel muss da hinten hin. Okay, da muss ich mitkommen. Dann probieren wir das Ganze doch mal so. Hoffen, dass der Würfel jetzt nicht runterfällt. Oh, das hat gepasst. So. Einmal platziert. Das ist offen. Ah, dann war's das schon. Ich dachte, wir müssen noch... You know, the turrets do have feelings. There's no need to be so cruel to them. Ah, ich sehe keine Feelings. Der sah nur so aus, als ob er Munition innen drin hätte. Und ich glaube nicht, dass ich so grausam war. Ich war mittelmäßig grausam.
Und das ist das perfekte Maß an Grausamkeit. Only two more chambers to reach the spire. I think I told you that I need a human to activate it. From what I heard, it's a pretty complicated cognitive test, which only a smart human mind can pass. I don't know what that test is, but make sure to save some of that brain power for later. Oh je, die ist doch jetzt schon so niedrig. Du könntest mir ja hier helfen. Oh je. Blaues Gel und so Sphärendinger. Achso. Das verstehe ich zumindest. Wir müssen eins von den Kugelteilen für uns kriegen. So. Oh, ist egal. Da haben wir ja eins. Und was machen wir damit? Können wir jetzt schlecht hier drauf platzen. Na, es klappt. Er rollt zwar, aber er rollt nicht weg. So, hier wahrscheinlich nochmal das gleiche in beige, beziehungsweise in blau. So. Da kriegt man auf jeden Fall den Farbsaft her. Was muss ich denn für den Farbsaft drücken, dass hier blaue Schlonze wieder rauskommt? Muss ich den anderen Button drücken? Oh, das war falsch. Wir haben so ein blaues Flüssigkeitselement. Ich frage mich, warum nur eins? So. Das wird nach oben gezogen und währenddessen kann ich ja mal drüber nachdenken, was ich denn will. Ich glaube, das muss hier hin. Hä? Ah, okay, da habe ich nicht viel Zeit zu entscheiden. Nee, die gehen ja direkt kaputt wegen der Polung. Vielleicht dreht das da hinten die Polung um. Wer weiß das schon so genau? Na gut, wir können das... Bringt das was, das früher abzubrechen? Also jetzt ist so ein blaues Ding gecaptured. Aber ich kann ja jederzeit das blaue Portal wegmachen. Dann haben wir da blaue Schlunze. Das reicht zumindest, um da hochzukommen, aber dann für sonst halt nichts. Wir könnten jetzt natürlich, wenn hier wir... Oh, du sollst doch nicht runterrollen. Wir könnten natürlich jetzt... Ja, das bringt auch nichts. Das geht in die falsche Richtung. Wie kommen wir denn am effektivsten hier rüber? So viel zu Hirnpower aufheben. Da ist keine mehr vorhanden. So, da haben wir nochmal so ein blaues Ding. Oh, jetzt hüpft der Ball. Weiß nicht, ob das die beste Idee war. Weiß nicht, ob das die beste Idee war. Oh je, jetzt hüpfen wir ja auch komplett. Also, das ist schon mal schief gegangen, würde ich sagen. Es sei denn, wir müssen den da rüber hüpfen lassen, dann wäre das natürlich eine klasse Idee. Wir probieren es einfach, vielleicht landet der ja passend. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß das schon. So, Ball nach da. Ball wieder zu uns. Jetzt machen wir den mal ein bisschen hüpfend. Nein, komm doch her. Sehr gut. Jetzt kann ich den eigentlich höchstens mit Schmackes irgendwo reinwerfen. Theoretisch kann ich da hochgehen. Ach, so kriege ich den Speed hin. Ich verstehe. Nicht den Speed vom Ball, das wäre natürlich eine schöne Lösung, wenn der jetzt einfach rübergehen würde. nee, den versenke ich nur. Ich kann natürlich da hochgehen. Um da hochzugehen, muss ich da oben sein. Und irgendwas muss ich hier drauf befinden. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Bällchen. So, den haben wir gefangen.
Und den brauchen wir auch ganz dringend. Ich weiß nur nicht, wie wir das aufhalten. Ah, doch, ich habe eine Idee. Also, wir müssen nach oben. Wir brauchen dann ein orangenes Portal hier. Und wir müssen den Ball davor wegbekommen. Das heißt, der orangene Ball kommt erstmal hier hin. Und sobald es drüber schwebt, hier zum Beispiel. Ja! Das hat noch nicht gereicht. Ich dachte, ich mache was Kluges. Wir brauchen hier nochmal Hüpfgel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Hüpfgel da hinbekomme. Also, wir können das ja so zumindest einsammeln. Dann kommt da Hüpfgel rein. Da ist ein orangenes Portal. Das bringt mir ja nichts. Ich brauch's, wie gesagt, da. Okay, der Ball geht da nach oben, was auch immer. Oder muss der Ball das einfach machen, umgekehrt? Also, dass der Ball den Weg darüber nimmt und nicht ich. Ah. Das hat auch nicht gereicht. Aber das kann doch nicht die Strategie sein. Irgendwer ist hier dämlich und leider habe ich das Gefühl, dass ich das bin. So, der kommt auf jeden Fall nochmal. Der wird erstmal blau gemacht. Ja, passt. Dann würde ich sagen, ist das eine ziemlich schlechte Idee. Ich versuch's trotzdem. Nein! Nein, bleib stehen! Bleib stehen! Wie gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass der da drüben reingeschossen werden muss. Komplett ausschließen können wir es aber nicht. Wir kriegen ihn ja gar nicht so weit. Doch, jetzt würden wir ihn so weit kriegen. So. Hui. Ja, komm schon, geh auf dein Feld. Nein. Okay, wir müssen definitiv was anders machen. Ich schätze mal irgendwas in der Richtung. Ja, die Polung ist halt falsch. Die müsste ich irgendwie umdrehen können. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Welchen offensichtlichen Fakt habe ich denn schon wieder übersehen? Also wir haben ein Bällchen da. Na? Ja, das ist halt die falsche Richtung. Das ist zwar nett gemeint, na gut. Ich würde sagen, das ist schon eins der schwierigeren Rätsel. Was wir natürlich machen können, ist wieder den gleichen hier, dass wir... Ich sehe die Mauer gar nicht mehr. Dass wir hier die Schlonze anziehen. Und dann, sobald die drunter ist, aber noch nicht kaputt, werden wir die umsetzen, das orangene Portal, dahin und dann weg und dann... Boah. Ich würde sagen, das ist definitiv ein... Da muss man erstmal drauf kommen. Zumindest so jemand wie ich. Natürlich reicht das noch nicht. Wir müssen das bis oben laufen lassen. Also bis kurz vorm Anschlag. Dann hat es nämlich eine höhere Fallgeschwindigkeit. So. Sehr gut, Spiel hat gespeichert. Ich habe was richtig gemacht. Und das heißt, wir müssen das mit dem Ball genauso machen, wie es ursprünglich mal geplant war. Mensch, sieht der Raum blau aus. Also, dass wir den ungebläut hier rauskriegen.
so dass er nicht hüpft. Und dann, sobald wir oben sind, machen wir den hüpfend. So, einmal hier. Das passt. Wir wollen nach oben. Dann brauchen wir hier natürlich wieder das. Und sobald es drüber ist, muss ich das Portal umsetzen. Ja, das hat nicht gepasst. Wir haben zum Glück hier Versuche. Ja, das wird vielleicht reichen. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Und was bist du? Bist du die Polarität? Hey! War das immer schon da? Wie kriege ich dich hier rein? Na, am besten auch so, schätze ich mal. Also nicht ganz so. In etwa so. Wäre natürlich praktischer gewesen, ich hätte das Bildchen mitbekommen. Ja. Ja, ja. Ach so. Ja, das ist ja relativ einfach. Blaues Portal hier. Neuer Ball. Fällt runter. Hüpft hoch. Ja. Manchmal dauert's. Dauert's da oben. Aber wir haben es gelöst. Ich bin stolz auf uns. So, noch eine Testkammer bis zum Turm. Gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.